Hallihallo, meine Lieben. Viele von euch haben Probleme mit dem Laut R, weil es so viele Möglichkeiten gibt, wie man diesen Laut ausspricht. Und heute möchte ich mit euch zwei Möglichkeiten teilen, die euch helfen werden, diesen Laut zu bekämpfen. Passt auf! Man kann R entweder als R richtig deutlich aussprechen oder als A. A. Ja, Überraschung! Also wann sprichst du R wie A aus? Der erste Fall ist in allen kurzen Pronomen. Zum Beispiel wir, er, einer, ihr, ja? Du sagst nicht wir, er. Nein, du sagst wir. Also sprichst du A aus und nicht R. Der zweite Fall, wenn du R wie A aussprichst, ist natürlich in verschiedensten Worten, die am Ende ein R haben. Ja, zum Beispiel Klavier, Natur, Lehrer, ja, und nicht Natur, Natur. Also am Ende des Wortes sprichst du immer ein A aus, wenn du ein R hast. Der dritte Fall, wenn du R wie A aussprichst, ist natürlich in verschiedensten Präfixen, wie zum Beispiel fair, zehr, er und so weiter. Zum Beispiel vergessen, nicht vergessen, vergessen, ja, oder erarbeiten und nicht erarbeiten. Oder, ja, verschiedenste Sachen wie zerlegen, ja. Am Ende eines Präfixes sprichst du auch ein A aus anstelle von R. Und du sprichst ein A aus anstelle von R in Suffixen wie ihren. Ja? Zum Beispiel studieren und nicht studieren. Oder telefonieren und nicht telefonieren. Ja? Also denk dran, das wird dir helfen, Deutsch akzentfreier zu sprechen. Und nun, wann sprichst du R richtig deutlich aus? Der erste Fall ist, wenn R ganz am Anfang eines Wortes steht. Zum Beispiel Ritual, Raum, Rauchen, ja? Reisen. Ja, ganz deutlich, wenn du das am Anfang eines Wortes aussprichst. Der zweite Fall, wenn du R richtig deutlich aussprichst, ist nach einem Konsonanten. Zum Beispiel treffen, ja, oder Preis oder Frage. Ja, richtig deutlich, wenn R in einem Wort nach einem Konsonanten steht. Und der dritte Fall ist, wenn du R am Anfang einer Silbe im Wort hast. Zum Beispiel berufen, Ware, ja, gereist. Genau, das waren die drei Möglichkeiten oder drei Fälle, wenn du R richtig, richtig deutlich aussprichst. So, meine Lieben, das war schon mein kurzes Lernvideo zu der deutschen Aussprache bzw. zum Laut R. Also denkt dran, R ist nicht immer ein R, sondern es kann auch ein A sein. Genau. Ja, wenn dieses Video euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über ein Like freuen und wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ja,
Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwas jetzt unklar war, dann könnt ihr gerne die in den Kommentaren stellen. Für jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer ganz viel Erfolg beim weiteren Deutschlernen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!